Guten Abend und herzlich willkommen zu Bild Live. Unsere Themen: Nach der Festnahme von Ernst August, in diesem Knast sitzt jetzt der Pöbelprinz. Wohin wurde die Lukaschenko-Gegnerin Maria Kolesnikowa verschleppt? Wir sprechen mit Freunden aus Deutschland, wie sie jetzt Frau Kolesnikowa unterstützen wollen. Und weißes Löwenbaby nach Unfall auf der Autobahn entdeckt, waren hier Tierschmuggler am Werk. Das war wohl ein Ausraster zu viel. Ernst August von Hannover ist festgenommen worden. Der 66-Jährige soll ein Ehepaar bedroht und randaliert haben. Es ist der neueste Ausraster in einer ganzen Reihe von Fehltritten, Bedrohungen und Pöbelangriffen. Die Konsequenzen jetzt: Die Polizei umstellt sein Jagdschloss und rückt mit Bodycams bewaffnet gegen den Pöbelprinz vor. Die Chronik eines Absturzes. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ernst August von Hannover wurde in Österreich verhaftet. Hier vor seiner Jagdhütte in Grünau im Almtal klickten die Handschellen. Die Polizei war mit mehreren Kollegen im Einsatz. Der Vorwurf: Nötigung, Sachbeschädigung und Drohung. Die Skandalakte des Welfenprinzen ist lang. 1998 geht er mit einem Regenschirm vor Gut Kahlenberg auf einen Fotografen los. 2 Jahre später wird Ernst August auf der Weltausstellung Expo 2000 beim Urinieren vor dem türkischen Pavillon fotografiert. Ebenfalls im Jahr 2000 ohrfeigt der Welfenprinz einen Hotelchef in Kenia. Damals muss er 200.000 Euro Strafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung zahlen. 2017 fordert der Adlige dann die Rückabwicklung einer Schenkung von 2004 an Sohn Ernst August Junior. Er wirft dem Erbprinzen groben Undank vor und bleibt dessen Hochzeit fern. Und im Juli 2020 attackiert er mehrere Polizisten und wird daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen. Eine Woche später soll der Welfenprinz dann mit einem Baseballschläger zu einer Polizeiinspektion gefahren und 2 Beamte bedroht haben. Jetzt die Festnahme, angeordnet vom Welser Gericht, nachdem eine Polizistin und deren Mann Anzeige gegen den Adligen erstattet haben. Ernst August soll sie angebrüllt haben, sich zu schleichen, sonst werde er ihnen einen Schlägertrupp schicken. Außerdem soll der 66-Jährige ein Verkehrszeichen herausgerissen und ein Fenster eines Objekts der Herzog von Cumberland Stiftung in Grünau eingeschlagen haben. Hauke Herfs ist jetzt hier bei uns im Studio aus der Bild-Unterhaltungsredaktion. Hallo Hauke. Und Jörg Völkerling ist uns vor Ort zugeschaltet, vor der Staatsanwaltschaft. Wir haben gerade diese traurige Chronik gesehen, diesen Absturz in Zeitlupe des Prinzen. Wie steht eigentlich die Familie, wie stehen die Werfens noch zu diesem Prinzen, zu Ernst August, nach dieser ganzen Reihe von Fehltritten und von Skandalen? Das Verhältnis ist zerrüttet, denn so wie sich Ernst August in der Öffentlichkeit gegenüber der Polizei verhält, so verhält er sich seit vielen Jahren auch innerhalb der Familie. Das hat sich an vielen Stellen gezeigt, zum Beispiel als Ernst August Junior die Marienburg ja verkaufen wollte, weil die einfach schwer defizitär ist, hat er ihn öffentlich attackiert. Diese Attacken finden immer öffentlich statt und das hat natürlich innerhalb der Familie, er hat 3 Kinder aus 2 Ehen, hat in der Familie natürlich zu wahnsinnigen Verwerfungen geführt, und ich glaube, dass das Verhältnis zwischen ihm und seinen Kindern also auf dem Tiefpunkt ist, also eigentlich gar nicht mehr existent ist. Aber Kontakt gibt es noch? Ich glaube natürlich, zwischen Kind und Vater gibt es immer noch Kontakt, aber ich glaube, das war nicht sehr ergiebig in den letzten Jahren. Und die Familie ist sicherlich auch über die Probleme, die Ernst August hat, er hat ja schwere gesundheitliche Probleme, informiert und weiß auch, wie es ihm geht, aber helfen können sie ihm eigentlich, oder Hilfe will er ja auch gar nicht, so wie ich das gehört habe. Und sie können ihm auch gar nicht helfen, so richtig jetzt. Jörg Völkerling, du hast für uns den aktuellen Fall, diese Festnahme durch Polizisten mit Bodycams recherchiert. Das ist was Besonderes in der Region, dass sie sich so ausgerüstet haben, die Polizisten, bevor sie da in das Schloss sind. Ist das richtig? Ja, das ist eine Gegend im Almtal in Oberösterreich. Die Polizei sagt, hier kennt eigentlich jeder jeden und man hat auch eigentlich Respekt vor den Polizisten. Bodycams, das ist in Österreich etwas, was in Großstädten eingesetzt wird. Aber nach diesem Vorfall vom Juli
Nach den mehreren Vorfällen wurden der Polizeiposten in Scharnstein mit Bodycams ausgestattet, einfach weil man sich gegen die Vorwürfe von Prinz Ernst August auch wappnen wollte und schützen wollte. Denn er hat ja nach diesen Einsätzen immer wieder behauptet, er sei von der Polizei bedroht, er sei geschlagen worden von den Beamten. Was wird Ihnen denn jetzt im Konkreten, im aktuellen Fall vorgeworfen? Ja, wir haben die lange Skandalakte von Prinz Ernst August in den letzten 20 Jahren schon gehört. Jetzt in der aktuellen Causa, in der aktuellen Akte, sind 7 neue Vorwürfe dazugekommen. Also gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und das ist ja aufgekommen durch diesen Einsatz gestern Morgen auf seinem eigenen Anwesen, wo er zwei Angestellte von ihm letztlich bedroht haben soll. Und das hat ihm nun hier diese Einweisung in die Justizanstalt Wels eingebracht. Das ist ein über 100 Jahre altes Gebäude. Die Fassade hier vorne vom Landesgericht wirkt etwas herrschaftlicher, als das Haus eigentlich ist. Er ist hier eingesperrt mit etwa 160 Häftlingen, meist Untersuchungshäftlinge, die bis zu 18 Monate Strafhaft auch hier verbüßen können. Und ihm selbst, wenn er denn morgen von der Untersuchungsrichterin hier in Haft genommen werden sollte, drohen für diese Vorfälle jetzt, das wird alles zusammen angeklagt, hat mir ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gesagt, ihm drohen dann bis zu 3 Jahre Haft. Also ein entscheidender Termin morgen für den Prinzen dort. Ja, Jörg Völkerling, erst einmal ganz herzlichen Dank. Noch eine Frage an dich, Hauke. Es war ja auch schon die Rede von Einweisung in die Psychiatrie. Beim letzten Fall vor ein paar Wochen, ein paar Monaten war davon die Rede. Und da kommt dann natürlich auch ganz schnell der Gedanke, muss man den Prinzen vielleicht vor sich selbst schützen? Gibt es da Tendenzen, praktisch sowas wie eine Vormundschaft aufrechtzustellen? Er war ja vor ein paar Wochen schon mal in der Psychiatrie nach dem letzten Vorfall, ne? Und in dieser, in der Haft jetzt auch, sind auch Ärzte mit vor Ort. So, das heißt, das ist schon auch eine ärztliche Frage und eine Frage, wie kann dieser Mann weiter leben? Ich glaube, die Polizei hat auch deswegen jetzt so krass reagiert. Klar, weil sie zur Hilfe gerufen worden sind, aber auch um da ein Zeichen zu setzen. Der Weg in eine Vormundschaft, das ist natürlich nicht so schnell zu machen und auch nicht so leicht zu machen. Ernst August von Hannover ist natürlich anwaltlich gut beraten. Ich glaube, das ist ein weiter Weg noch dahin. Aber die Vorfälle haben sich jetzt in den letzten Monaten gehäuft. Und ich glaube, die Behörden und tja, auch die Familie guckt sich das an, was passiert und wie gefährlich er eigentlich für die Umwelt geworden ist. Und dann muss man sicherlich entscheiden, wie man da weiter vorgeht. Aber das ist bis dahin noch ein langer Weg. Eine tragische Geschichte ist es auf jeden Fall. Und wir schauen auf diesen Haftprüfungstermin morgen ganz genau. Hauke, ganz herzlichen Dank für deinen Einblick in diese Geschichte. Danke dir. Alexei Nawalny ist aus dem Koma erwacht. Er ist auf dem Weg der Besserung. Sein Leben hat er wohl den Ärzten der Charité zu verdanken und all den Unterstützern, die dafür gesorgt haben, dass Nawalny mit einem Spezialflugzeug aus Russland nach Berlin gebracht werden konnte. Ein Flugzeug, das es ermöglicht, einen schwerkranken, vergifteten, komatösen Menschen tausende Kilometer zu transportieren. Wir konnten dieses Spezialflugzeug besichtigen. Die Bilder vom Transport des vergifteten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny gingen um die Welt. Einmal von Omsk zur Charité nach Berlin und das mit einem prominenten Patienten, der im Koma lag. Möglich gemacht hat es eine Challenger 604 des Nürnberger Unternehmens Flight Ambulance Institution. Wir haben einen exklusiven Einblick der Hightech-Ausrüstung bekommen. Transportiert wurde Nawalny in einer Isolationswabe. Ein transportfähiges Krankenbett mit einem Plexiglasgehäuse. Luftzirkulation, Defibrillator und EKG machen die mobile Intensivstation perfekt. Eine sogenannte mobile Isolationseinheit zum Transport von hochinfektiösen Patienten oder wie man es vielleicht jetzt auch von dem Fall Nawalny kennt, auch von Patienten, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob sie vergiftet worden sind. Hintergrund dieser Isolationseinheit ist einfach, dass man versucht, sowohl den Patienten als auch die Personen, die den Patienten betreuen, also die Mediziner, zu schützen. Im Fall Nawalny, nachdem man das ja nicht wusste, wäre es natürlich für ein hohes Risiko für die Mediziner gewesen, dass sie sich vielleicht auch mit irgendwas vergiften. Deswegen ist er in dieser Isolationseinheit geflogen worden. Der Transport Ende August des berühmten Patienten verlief reibungslos.
Das Nürnberger Unternehmen ist derzeit mit ihren insgesamt 5 Maschinen regelmäßig unterwegs. Gerade zu Corona-Zeiten sind die speziell ausgestatteten Maschinen sehr gefragt, eben für den sicheren Transport infektiöser Patienten und das in kürzester Zeit. Sprechen wir noch etwas über die aktuellen Entwicklungen im Fall Nawalny mit Julian Röpke bei mir jetzt im Studio. Hallo Julian. Jetzt ist sich die Bundesregierung sicher. Nawalny wurde vergiftet mit Novichok. Wie konnte das dargestellt werden? Wer hat da die Forschung betrieben? Wer hat das Ergebnis veröffentlicht? Auf welchen Daten basiert das? Ja genau, also was wir ja bisher nur offiziell wissen, ist, dass Zitat zweifelsfrei sicher ist. So hat es die Kanzlerin gesagt, dass Herr Nawalny eben durch Novichok oder ein Kampfmittel der Novichok-Gruppe vergiftet wurde. Bildrecherchen haben jetzt gezeigt, dass man auch wesentlich mehr weiß. Man weiß also beispielsweise, dass es sich wohl um einen Stoff handelt, der aus staatlichen Quellen kommt und man kann ihn auch relativ gut bestimmen. Woher weiß man das? Da ist das Institut der Bundeswehr in der Nähe von München ist dort für verantwortlich, hat wohl dort die Untersuchung durchgeführt und konnte tatsächlich mit Abgleichen, auch mit geheimdienstlichen Erkenntnissen, die Deutschland gesammelt hat, schon in den letzten Jahren dort feststellen, um welchen Stoff es sich tatsächlich handelt und daher eben auch ganz klar sagen, dass es noch sicherer als im Fall Skripal vor 2 Jahren sich tatsächlich um ein Gift handelt, was aus einem bestimmten Labor in Russland kommt. Jetzt sind das ja sehr wichtige Informationen, um diesen Standpunkt der Bundesregierung zu untermauern. Gleich nach der Pressekonferenz, nach dem Statement der Kanzlerin, gab es ja unendlich viele Verschwörungstheorien. Nicht nur im Netz, auch im politischen Berlin. Warum gibt man denn solche Detailinformationen dann nicht gleich mit, um das, was die Kanzlerin gesagt hat, zu untermauern? Ja, das ist der Modus operandi. So verhält sich nun mal eine Regierung, die eben nicht alles veröffentlichen kann. Wir wissen, dass die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums, die Bundestagsabgeordnete, die eben den Blick auf die Geheimdienste haben, sage ich mal. Die wurden informiert darüber und die wissen das auch. Wir haben heute mit Außenexperten gesprochen, auch im Bundestag, die uns gesagt haben, warum das nicht veröffentlicht werden kann. Nämlich aus 2 Gründen. Der eine ist, man möchte hier Druck auf Russland aufbauen. Man möchte sagen, seht ihr, wir wissen mehr und ein bisschen erzählt zum Beispiel Bild darüber, was wir mehr wissen. Aber jetzt seid ihr dran. Ihr müsst hier aufklären, nicht wir. Wir müssen euch nicht sagen, was ihr gemacht habt. Ihr müsst das selber machen. Das wird ja gefordert von der Bundesregierung. Das zweite ist natürlich auch ganz klar, dass man nachrichtendienstliche Erkenntnisse hier nicht einfach verteilen kann. Man kann nicht einfach sagen, wir haben das aus dem Labor, dann wissen nämlich die Russen genau, dass wir in diesem Labor mal jemanden hatten oder jemand was aus diesem Labor bekommen haben. Insofern ist es ein Drahtseilakt zwischen auf der einen Seite diplomatischem Druck, der erzeugt werden soll, auf der anderen Seite eben nachrichtendienstliche Erkenntnisse der Bundesrepublik, der Bundeswehr und auch der verschiedenen Dienste, die dort natürlich nicht einfach so preisgegeben werden dürfen, um natürlich auch zum Beispiel deutsche Agenten nicht zu gefährden. Jetzt passierte ein bisschen was in Russland. Der deutsche Botschafter in Moskau wurde einbestellt in den Kreml. Warum? Was passierte da? Ja, also nicht ganz in den Kreml, sondern ins Außenministerium wurde er einbestellt. Und das Außenministerium hat heute tatsächlich mal wieder erklärt, an Deutschland wäre es jetzt aufzuklären. Die Bundesregierung würde bluffen, wurde dort gesagt. Es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen, wurde aus dem russischen Außenministerium gesagt. Und jetzt wird sozusagen der deutsche Botschafter aufgefordert, hier für Aufklärung zu sorgen. Also man dreht das wieder komplett um und sagt, nicht wir sind hier im Zugzwang, sondern ihr seid im Zugzwang. Das Ganze muss man dann wahrscheinlich so zurückgeben. Das ist ein Ablenkungsmanöver, um eben von der eigenen Verantwortung abzulenken. Wird gesagt, jetzt nehmen wir mal die Deutschen in die Mangel und dann sieht die ganze Welt sozusagen, dass wir Deutschland verdächtigen. Denn das haben sie ja ganz klar gesagt. Herr Nawalny war angeblich nicht vergiftet, als er aus Russland abgeflogen ist. Etwas, was wir heute wissen, was eine glatte Lüge ist. Einblicke in dieses politische Machtspiel von Julian Röpke. Ganz herzlichen Dank dafür. Sie ist das Gesicht der Opposition. In Weißrussland jetzt verschwindet Maria Kolesnikowa plötzlich spurlos. Am helllichten Tage sollen maskierte Männer sie in einen schwarzen Van gezerrt haben. Nun mehren sich die Anzeichen, dass das Regime versucht hat, sie in die Ukraine abzuschieben. Die offizielle Version des weißrussischen Grenzschutzes, Kolesnikowa habe versucht, die Grenze um 4 Uhr heute Morgen zu überqueren, illegal. Dabei sei sie festgenommen worden. Sie habe danach dennoch ausreisen können, heißt es. Wahrscheinlicher ist aber eine andere Version. Demnach soll die Politikerin gezwungen worden sein, das Land zu verlassen. Dann gibt es noch eine Version Nummer 3.
Kolesnikowas Begleiter wurden in die Ukraine abgeschoben, sie selbst aber nicht. Laut einem Facebook-Eintrag des ukrainischen Vize-Innenministers soll die Oppositionspolitikerin an der Grenze ihren Pass zerrissen haben, um nicht abgeschoben werden zu können. Bis jetzt also keine Spur von Maria Kolesnikowa. Mir jetzt zugeschaltet ist Natascha Lopez aus Stuttgart. Frau Lopez, Sie kennen Maria Kolesnikowa sehr gut. Gemeinsame Zeiten haben Sie verbracht in Stuttgart. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Frau, die um die Freiheit eines ganzen Volkes kämpft? Also Maria Kolesnikowa, Mascha, sie ist Flötistin meines Trios und sie ist die Mitgründerin eines Vereines in Stuttgart, das heißt Interakt-Initiative. Und sie hat sehr viel für die Kunst, für die Szene in Stuttgart gemacht, sehr viel unterstützt und sehr viel gekämpft. Also sie ist eine Künstlerin, eine sehr tolle Künstlerin und sehr starke Frau. Und dann ist sie zurück nach Weißrussland. Warum? Hatte sie da einen Plan? Sie ist eigentlich letztes Jahr nach Weißrussland, weil sie die Kuratorin oder Artdirektorin eines Kulturprojektes, das heißt OK16. Und das war ihre Beschäftigung eigentlich da. Und mehr, ich glaube, es hat sich alles danach gehört. Mehr weiß ich so viel, wie die Leute wissen, aber ja. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie ganz genau natürlich die Nachrichten verfolgen, ganz genau sich versuchen zu informieren über das Schicksal von Maria. Jetzt, wenn Sie kurz uns darlegen, was Sie fühlen, was Sie sich hoffen für Frau Kolesnikowa und für Weißrussland. Was können Sie uns da sagen? Also ich möchte mit diesem Beitrag eigentlich, das ist ein Beitrag der Freilassung von Maria, der Gerechtigkeit und eine verdiente Demokratie nach 26 Jahren Diktatur in einem Land. Damit möchte ich, dass die Leute aufwachen einfach, weil es geht nicht darum, es geht nicht, dass eine Frau, die kämpft für die Freiheit, die ist eine tolle Künstlerin, einfach ohne Grund sie verschwindet. Und ich möchte einfach, ich bin sicher, dass alle meine anderen Freunde, Künstlerinnen und Musikerinnen aus Stuttgart sind damit einverstanden. Ein Appell ausgehend aus Stuttgart, Natascha Lopez, ganz herzlichen Dank. Sexualstraftäter, die wegen Kindesmissbrauch verurteilt sind, aber trotzdem mit Bewährung auf freiem Fuß sind. Das gibt es tatsächlich in Deutschland und diese Täter werden rückfällig, schlagen wieder zu. So geschehen in Northeim in Niedersachsen. Ein verurteilter Sextäter auf Bewährung versucht, zwei Jungs ins Auto zu zerren. Die beiden können sich befreien und eine Top-Täter-Beschreibung abgeben. Mirko Foltmer beobachtet diesen Fall für uns. Mirko, aufgrund dieser Beschreibung, dieser Täterbeschreibung, konnte die Polizei tatsächlich eine Festnahme vermelden. Ist das richtig? Also die beiden Jungs, die von dem Unbekannten angesprochen wurden, haben tatsächlich eine sehr präzise Beschreibung abgegeben. Und die Polizei konnte Stunden später, das war am Freitagnachmittag, eben diesen Mann im Nahbereich Northeims festnehmen. Es handelt sich dabei um einen 36-jährigen Mann, der justizbekannt ist und vor 2 Jahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Jungen zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Er hatte damals als Wachmann in einem Einbecker Automuseum gearbeitet und dort einen 10-jährigen Besucher weggelockt und auf dem Dachboden missbraucht. Menschen in der Umgebung dieser Tat müssen schockiert sein davon, dass ein vorbestrafter Sexualstraftäter jetzt wieder sich salopp gesagt versucht, zwei Jungs zu schnappen. Welche Reaktionen bekommst du aus der Bevölkerung, dass es in Deutschland sein kann, dass jemand verurteilt ist aufgrund eines Sexualdeliktes und jetzt sich wieder am helllichten Tag neue Opfer sucht?
Also in erster Linie trifft man natürlich in der Bevölkerung auf Unverständnis. Die Eltern, die Väter und Mütter im niedersächsischen Northeim, die haben eine Albtraumwoche hinter sich. Am vergangenen Montag tauchte plötzlich ein Unbekannter auf, spricht Kinder an der Schule an. Freitag wieder, versucht wieder einen Jungen in den Wagen zu zerren. Das waren sehr, sehr unruhige Stunden und man fragt sich natürlich, warum ist der Mann auf freiem Fuß? Also zumindest sind sie jetzt erstmal wieder beruhigt. Heute war Termin beim Haftrichter. Er sitzt wieder in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Verdacht des versuchten Menschenraubs. Wie mir die Staatsanwaltschaft Göttingen gesagt hat, hat er auch grundsätzlich den Vorwurf eingeräumt. Und jetzt muss man sehen, jetzt wird es wieder einen neuen Prozess geben. Damals wurde seine Strafe, er war ursprünglich erst zu 3 Jahren Haft verurteilt worden, also zu Knast. Das wurde in der Berufung dann zur Bewährung ausgesetzt, weil die Richter die Hoffnung hatten, dass er sich künftig straffrei fühlen würde, dass er eine Therapie machen würde und dass sich alles zum Guten wenden lassen würde. So, das hat sich nicht bestätigt. Er ist wieder losgezogen und mal sehen, wie es jetzt ausgeht. Und ich hoffe, er bleibt jetzt auf jeden Fall erstmal hinter Gittern. Ganz herzlichen Dank, Mirko Voltmer, für diese Schilderungen. Zwei Transporter kollidieren auf der A5 bei Kronau. Die Fahrzeuge sind verkeilt. 4 Menschen müssen verletzt geborgen werden. Dabei kommt ein weiterer erstaunlicher Passagier zum Vorschein, ein weißes Löwenbaby. Geschafft. Der kleine Löwe ist in Sicherheit. Er hat am Dienstagmorgen einen schweren Verkehrsunfall überlebt. Der Tiertransporter kollidierte auf der A5 in einer Baustelle zwischen dem Walldorfer Kreuz und Kronau erst mit einem Sattelzug, dann krachte er in einen Kleinbus. 4 Menschen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei rückte an, befreite die Insassen. Ein Mensch wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. In dem roten Transporter fanden die Retter dann eine Tierkiste, darin ein Löwenbaby. Die Tierrettung musste also her. Zuerst war es unglaubwürdig, weil wann hat man mal so eine Situation? Und es ist eine junge Löwin, die in der Holzbox war, die sehr stark beschädigt war. Als wir ankamen, haben wir dann erstmal geguckt, kann der Löwe raus oder kann er abhauen? Und dann haben wir sie mittels Führstange dann gesichert, dass sie erstmal nicht abhauen kann und dann bei uns in der Box verfrachtet. Also so einen Einsatz haben wir in meinen 16 Jahren noch nie gehabt. Mit im Transporter waren auch 2 Greifvögel. Diese haben die Gunst der Stunde genutzt und sind weggeflogen. Das Löwenmädchen ist gechippt und hat einen Impfausweis. Sie soll jetzt in den Zoo nach Heidelberg gebracht werden, falls sie nicht zuerst in Corona-Quarantäne muss. Doch der Unfall hat die Retter nicht nur wegen der Tiere vor besondere Herausforderungen gestellt. Großes Problem war das Erreichen der Einsatzstelle, weil der Verkehr schon sehr, sehr dicht war. Das Ganze hat sich in dem Baustellenbereich zugetragen. Und man musste zum Teil unter Inkaufnahme von erheblichem Risiko auch über die Gegenfahrbahn zur Einsatzstelle vordringen. Und die technische Rettung vor Ort war nicht einfach, war nachts, war dunkel, die Fahrzeuge lagen quer. Es war sicherlich ein aufwendiger Einsatz. Die Autobahn war über mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Und die Erstversorgung hat der Zoo in Landau übernommen. Uwe Wünstel ist Zoodirektor und mir jetzt live zugeschaltet. Herr Wünstel, der sieht sehr, sehr jung aus, dieser Löwe. Wie kann man sich vorstellen, ist der dort auf die A5 gekommen in diesen Transporter? Sollte der nicht eigentlich bei seiner Mutter sein? Ja, eigentlich schon. Ich muss kurz noch was richtig stellen. Wir sind nicht vom Zoo Landau, sondern wir sind von Reptilium in Landau, unsere Einrichtung. Und eigentlich soll er nicht noch bei seiner Mutter sein, sofern er seine Mutter lange gesehen hat. Also wir wissen momentan nicht, ob das eine Flaschenaufzucht ist oder ob das Tier seiner Mutter weggenommen wurde. Und auf die Autobahn ist er gekommen, durch ein slowakisches Kennzeichen auf den PKWs. Also im Prinzip wurde das Tier von der Slowakei nach Deutschland gebracht. Wir haben das anhand des Impfpasses feststellen können. Die Chipnummer stimmt überein und da
konnten wir auch feststellen, dass das Tier circa 7,5 Wochen alt ist. Ja, war dann bei uns, die Tierrettung hat sich gemeldet bei uns, ob wir das Tier aufnehmen können, nachdem der Zoo in Heidelberg leider abgesagt hatte, dass sie keine Kapazitäten haben. Haben wir gesagt, okay, wir helfen da in der ersten Stunde. Und das Tier kam dann bei uns an, war natürlich völlig verstört. Wir haben es dann durch unseren Tierarzt in Narkose legen lassen, konnten einen Gesundheitscheck durchführen und momentan befindet sich hier in der Quarantänestation vom Reptilium in Landau. Sie sprachen gerade von einem Impfpass, von gechippt. Also ist das kein illegaler Tiertransport oder sind das unterschiedliche Dinge? Wir wissen es nicht genau. Also der Impfpass war bei dem Tier dabei. Eigentlich sollte noch eine Trace vorhanden sein, das heißt, das ist eine Transportgenehmigung. Wir wissen nicht, ob das Ganze vorliegt. Die Opfer in einem PKW oder in einem Auto konnten ja keine Aussage bisher treffen durch den Unfall. Deswegen haben wir gesagt, wir kümmern uns erstmal um die Tiere. Es ist natürlich komisch, dass ein Löwe durch Deutschland gefahren wird. Kann sein, dass es offiziell gelaufen ist. Wir wissen es momentan nicht. Unsere Prämisse ist erstmal, das Tier ordnungsgemäß zu versorgen. Genau, wie geht's denn dem Kleinen aktuell? Also nach der Narkose ist er auch gut wieder aufgewacht. Man muss sagen, sie hat auch keine inneren Verletzungen von dem Unfall davongetragen. Das konnten wir gut durchchecken. Alles soweit, ja, in bester Ordnung. Und jetzt versuchen wir natürlich das Tierchen, da wir nicht wissen, wie lange das schon unterwegs ist, an das Futter zu bekommen, dass er auch was trinkt. Und das sind so die nächsten Stunden, die uns begleiten. Das heißt, das Tier mal die nächsten Tage erstmal stabil zu bekommen, dass er an Futter dran geht. Und wir wissen ja nicht, ob es Flaschennahrung oder feste Nahrung zu sich nimmt. Das gilt es jetzt erstmal herauszufinden. Und ist das tatsächlich so ein weißer Löwe, ja, praktisch mystisch? Was ist das für ein Tier und auch was hat es für einen Wert, für einen Seltenheitswert vielleicht? Also man weiß, dass unter den Zoos mittlerweile weiße Tiger und weiße Löwen nicht mehr gezüchtet werden. Man geht eher zurück auf die ursprüngliche Form. Für den privaten Sektor werden immer wieder weiße Tiere gezüchtet. Preislich bewegt sich das natürlich im vierstelligen Bereich bis zum fünfstelligen Bereich sogar. Also Preise von 5.000 bis 10.000 Euro werden da zum Teil aufgerufen. Den Markt gibt es anscheinend, also da hört man immer wieder davon. Sie ist aber nicht jetzt polarweiß, wie man es kennt von der Werbung her, sondern eher ein weißliches Tier, was normal eigentlich bräunlich sein sollte. Genaueres können wir aber erst sagen, wenn sie mal durch die Badewanne ist, weil durch den Transport und auch durch den Stress hat sie sich natürlich auch etwas eingekotet. Wir haben versucht, es so gut wie möglich sauber zu machen, aber so richtig perlweiß ist sie momentan noch nicht. Das wird sich ja auch wieder. Ganz herzlichen Dank für Ihre Schilderung und wir drücken Ihnen und dem kleinen Löwen natürlich die Daumen. Prozessauftakt in einem grausamen Fall in Nürnberg. Sarah D. und ihr Liebhaber Michael M. stehen heute vor Gericht. Die Anklage: Mord am 27-jährigen Christian B. Der ist auch Geliebter von Sarah D. Sarah D., ihr Ehemann und zwei Geliebte. Eine Viererbeziehung, die, so die Anklage, mit einem Mord endete. Sarah D. soll Michael M. angestiftet haben, ihren zweiten Liebhaber umzubringen. Laut Anklageschrift soll Michael M. auf seinen Nebenbuhler 27 Mal eingestochen und ihm den Schädel eingeschlagen haben. Die Leiche des Opfers wurde im Juli vergangenen Jahres von einem Pilzsammler im Wald in der Nähe von Nürnberg entdeckt. Nach der Tat planten Sarah D. und Michael M. laut Staatsanwaltschaft auch noch den Ehemann zu töten. Doch die Polizei kam ihnen zuvor und nahm beide fest. Seit heute Vormittag stehen Sarah D. und ihr Liebhaber nun vor dem Richter. Bildreporter Adrian Müller hat für uns, hat für uns den Prozesstag, den Auftakt beobachtet. Adrian, was konntest du da im Gerichtssaal beobachten? Naja, zunächst begann das Verfahren, wie jedes Verfahren beginnt, eben mit der Anklageschrift, die Staatsanwalt Simon Kreuer vorgelesen hat, und in der ließ er erkennen, wie er die Angeklagten zu überführen gedenkt. Nämlich anhand eines ausführlichen Facebook- bzw. WhatsApp-Chats zwischen Sarah D. und Michael M., indem sie ihn ungefähr 50 Mal dazu aufgefordert hat, doch den geliebten Christian B. und ihren Ehemann zu töten. Da heißt es konkret, dass beide weg sollen, beide müssen weg, dann kommst du ins Haus, schrieb sie ihm, schickte ihm immer wieder Nachrichten wie: Hoffe, beide sind bald weg, es muss jetzt sein oder Gott wird uns vergeben. Er, Michael M., der laut Staatsanwalt der Frau hörig war bis zur völligen Selbstaufgabe, wollte das zunächst nicht, versuchte sie zu überreden, doch auf ganz normalen Weg den Geliebten zu verlassen und sich ihm dann zuzuwenden. Das lehnte sie aber immer wieder ab und dann schrieb er irgendwann mal: Ich muss das halt machen, was du willst, denn du bedeutest mir alles auf der Welt.
Ich möchte dich nicht mehr teilen, wenn ich dafür einen Pakt mit dem Teufel eingehen muss, dann muss es wohl so sein. Zudem gibt es wohl im Auto von Michael M. Blutspuren von Christian B., denn er soll ja Christian B. zunächst mit dem Messer 27 Mal auf ihn eingestochen haben und dann zu einem Wald transportiert haben, ihm dort mit einem noch unbekannten Gegenstand 22 Mal auf den Schädel eingeschlagen haben, bis er dann endlich tot war. Die beiden Angeklagten bestreiten die Tat, zumindest haben sie das im Vorermittlungsverfahren getan. Bei Gericht schweigen sie. Michael M.'s Anwalt sagte, vielleicht gibt es im Verlauf des Prozesses eine Äußerung, ein taktisches Mittel natürlich. Der Anwalt will sehen, was hat die Staatsanwaltschaft, wo könnte es eng werden, wo könnte sein Mandant mit einer Aussage etwas entkräften. Sarah D. schweigt vollständig. Ihr Anwalt gab aber schon eine Stellungnahme für sie ab. Er sagte, die Anklagen seien falsch. Die Geschichte der Staatsanwaltschaft ist eine spekulative Interpretation dieses Chats. Meine Mandantin hat nie eine Aufforderung zum Töten ausgesprochen. Prozessschilderungen von Adrian Mühlbauer. Ganz herzlichen Dank. Ich habe den Tod meiner Mutter verdrängt. Das sagt jetzt Susan Sidoropoulos exklusiv in Bild über die schlimmste Zeit ihres Lebens. Die Schauspielerin aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war erst 6 Jahre alt, als ihre Mutter Edna in Griechenlandurlaub plötzlich ihre Perücke abnimmt und offenbart, ja, ich habe Krebs. 10 Jahre später verliert sie den Kampf gegen die Krankheit. Jetzt spricht Susan Sidoropoulos für die Krebsinitiative Yes We Cancer. Und jetzt ist sie mir zugeschaltet, Susan Sidoropoulos. Ganz herzlich willkommen hier bei Bild. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, es ist eine schlimme Zeit, ein schlimmer Moment in der Kindheit, die Mutter zu verlieren, in der Jugend die Mutter zu verlieren. Trotzdem überdeckt das sämtliche Erinnerungen an die Jugend, an die Kindheit, oder sind es andere Momente, die sich dann doch prägend eingebrannt haben in ein Gedächtnis, in Ihr Gedächtnis? Ja, also erstmal hallo. das ist natürlich ein großer Mix. Es ist bei mir ja auch schon etwas länger her. Ich habe lange nicht viel darüber gesprochen. Nun habe ich mich entschlossen, ein wenig mehr darüber zu sprechen, da ich jetzt ein Teil der Initiative Yes We Cancer bin und einfach glaube, dass auch ein Thema wie Krebs an die Öffentlichkeit gehört. Ich denke, es wären vielen geholfen, wenn wir viel offener über die Krankheit sprechen, dass sich Betroffene connecten können. Dafür engagiert sich diese Initiative Yes We Cancer. Es gibt eine App, in der man sich kostenlos registrieren kann, in der man sich vernetzen kann, austauschen kann, Expertenmeinungen einfangen kann. Und ich glaube, es ist ganz wichtig in diesen Zeiten, dass man sich eben nicht alleine fühlt, sowohl als Betroffener als auch als Angehöriger. Und ich denke mir, ich hätte mir sowas gewünscht in meiner Zeit, in der man wenig Austausch eben hatte. Und ich freue mich, dass ich da eben ein Teil sein kann. Ich moderiere ebenso die Yes We Cancer Convention mit, die am 26. und 27. September stattfindet. Das wird ein großes Treffen online zwischen ebenfalls Betroffenen und Angehörigen. Und es gibt spannende Panels und ich darf dort eben auch mit moderieren und durchleiten. Man kann sich kostenlos auf der Seite für diese Convention registrieren. Und ich freue mich einfach, dabei zu sein. Also eine tolle, wichtige Aktion, um Menschen, um Betroffenen, aber auch den Angehörigen Kraft zu geben, eine Stütze zu geben. Wer war denn Ihre Stütze zu Ihrer Zeit, als Ihre Mutter krank war? Ja, also als ich noch klein war, war es definitiv mein Papa und meine Mutter auch selbst, weil sie war eine Kämpferin. Sie hat sich wenig anmerken lassen. Sie wollte den Kampf auch überstehen, ziemlich wahrscheinlich für mich auch. Und war immer gut zurechtgemacht und hat sich um sich gekümmert. Leider hat es nicht ausgereicht und schon sehr, sehr jung. Also mein damaliger Freund, heute Ehemann, hat meine Mutter damals noch kennengelernt und ist heute nach 24 Jahren immer noch an meiner Seite. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Und dann hat man doch immer als Angehöriger, als Tochter dann vor allem ja, diese dunkle Angst im Hinterkopf, wenn der Krebs einmal in der Familie ist, dann habe ich auch ein höheres Risiko zu erkranken. Wie geht man damit um, wenn man seit man 16 ist, das im Hinterkopf hat und kann da beispielsweise auch Yes We Cancer eine Hilfe sein, diese Angst im Hinterkopf irgendwie zu verarbeiten, damit umzugehen? Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich nicht von der Angst leiten lassen möchte. Ich gehe ganz normal zur Vorsorge. Das würde ich natürlich jedem empfehlen, einfach zur Sicherheit. Heutzutage ist Krebs einfach eine sehr verbreitete Krankheit. Ich versuche aber auch einfach, mich um mich zu kümmern, weil ich auch daran glaube, dass es auch psychologische Hintergründe haben kann. Ich glaube, Menschen, die viel in sich hereinfressen, eben nicht in den Austausch gehen, Dinge viel mit sich ausmachen, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, mit dieser Krankheit vielleicht in Berührung zu kommen. Ich denke, Ernährung ist ein großer Aspekt. Bewegung, sich einfach um seinen Körper kümmern. Und zwar so mit der Wertschätzung, dass wir auch nur den einen haben. Und genau, und ich glaube, dass Yes We Cancer, einfach der Austausch, dass man dort, wenn man betroffen ist oder denkt, man hat vielleicht etwas, dass man dort einfach direkt in den Austausch gehen kann. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie Tinder für Krebspatienten, um es mal so salopp auszudrücken. Man hat einfach eine einfache Möglichkeit, sich zu verbinden und Gleichgesinnte zu finden, vielleicht in seiner Stadt, aber auch Expertenmeinung und Therapien. Also es ist ein großes Umfeld für alles. Eine tolle Aktion mit Susan Sidopoulos. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das nahegebracht haben, erklärt haben. Und ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit der Aktion Yes We Cancer. Ganz herzlichen Dank. So, Florian von Heinze ist jetzt auch wieder ins Studio gekommen. Heißt, die Sendung ist fast zu Ende, aber nur fast, denn wir haben den Blick auf die erste Seite und auch... Ja, Ernst August hatten wir ja zu Beginn der Sendung bei uns als Thema. Habt ihr auch auf der ersten Seite? Ja, das Beste wie immer zum Schluss, richtig. Mhm, genau. Wir haben Ernst August im Blatt und seine komplette Strafakte. Wir erzählen nochmal alle Vorfälle der letzten Zeit. Da ist ja einiges passiert bei dem Prinzen. Und nun ist er also vorübergehend zumindest in einem Schloss mit Riegel. Und wir werden sehen, wie es weitergeht mit dem guten Mann. Aber wir haben noch viel mehr. Wir haben ganz tolle Fotos von dem kleinen weißen Löwenbaby, das auf der Autobahn entdeckt wurde. Auch darüber habt ihr berichtet, weiß ich. Aber noch viel mehr Fotos morgen in der Zeitung. Und wir haben ein sensationelles Interview mit Franz Beckenbauer. Der wird Freitag 75 Jahre alt und hat zum ersten Mal seit langem wieder ein Interview gegeben, den Kollegen Draxler und Straten, und spricht über seine, wie es ihm geht, wie er sich fit hält. Er spricht über die sehr schweren letzten Jahre, die er durchleben musste. Er spricht über Gott, den Tod und wie es wohl seiner Meinung danach dann weitergeht. Also wirklich ein sehr lesenswertes Interview mit tollen Fotos auch. Spannendes Interview, süße Fotos und eine dicke Strafakte. Florian von Heinze, ganz herzlichen Dank fürs Lustmachen auf die Zeitung von morgen. Das war Bild Live für heute. Wir sind spätestens 9 Uhr morgen früh wieder da oder wann immer etwas passiert. Die Zwischenzeit nutzen Sie einfach, um auf bild.de zu schauen. Dort werden Sie heute Abend und die ganze Nacht über natürlich auch sehr gut informiert. Bis morgen.